Hey Niffler Crew und auch andere Fanfiction-Liebhaber, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Harry Potter Kurzgeschichten. Ich habe wieder mal fünf One-Shots für euch vertont, alte sowie neue Geschichten, und die habe ich euch hier zusammengeschnitten. Falls ihr Lust habt auf weitere Fanfictions, dann schaut doch gerne mal bei meinem Podcast Magische Fanfictions aus Hogwarts vorbei. Den findet ihr auf Apple Podcast sowie auch auf Spotify. Da gibt es fast alle Fanfictions von mir vertont, damit ihr diese auch unterwegs hören könnt. Dann darf ich euch auch noch mein Instagram ans Herz legen. Dort gibt es regelmäßige Umfragen sowie Behind-the-Scenes-Infos und aktuelle Infos, was als nächstes hochgeladen wird. Da dürft ihr mir auch mal gerne reinfolgen, @mondniffler. Und jetzt darf ich euch noch ganz viel Spaß wünschen bei einer neuen Episode. Nachts sind alle Katzen grau. Ein Harry Potter One-Shot von Little Black Cat. Gelesen vom Mondniffler. McGonagalls Büro war nicht so ungemütlich, wie James es sich vorgestellt hatte. Im Gegenteil, das Feuer im Kamin wirkte einladend. Sie saßen in großen, gemütlichen Ohrensesseln und jeder hatte eine Tasse Tee oder ein paar Plätzchen griffbereit. Trotzdem war James auf der Hut. McGonagall konnte auch noch in so gemütlicher Atmosphäre eine Standpauke halten und Punkte abziehen, dass ihnen Hören und Sehen verging. Er wusste das, Peter wusste das und Sirius sowieso. Sie warfen sich kurze Blicke zu, während sie darauf warteten, dass ihre Hauslehrerin Platz nahm. McGonagall ließ sich Zeit. Sie schenkte sich in aller Ruhe eine Tasse Tee aus, goss ein wenig Milch hinein und rührte bedächtig um. Dann ging sie zu dem Sessel den dreien gegenüber und ließ sich darin nieder. James beobachtete sie angespannt, wie sie einen Schluck trank. Dann musterte sie die Jungen über den Rand ihrer viereckigen Brillengläser an. Nun, in den letzten 3 Jahren haben Sie mir so einige Überraschungen bereitet. Allerdings meine ich mich zu erinnern, dass ich Sie dabei in der Regel zu viert ermahnen musste. Ich hoffe, Sie haben auch ohne Mr. Lupin eine hinreichende Erklärung dafür, dass Sie nachts in die Bibliothek eindringen und versuchen, Bücher aus den Beständen zu entwenden, die nicht für Schüler Ihres Alters zugänglich sind. James räusperte sich. Professor, wissen Sie, diese Bücher sind als Lernmaterial gedacht. Er warf einen kurzen Blick zu Sirius. Der verstand sofort. Wir dachten, dass Sie im Unterricht kaum die Zeit haben werden, uns umgehend mit allen Auswirkungen der Verwandlungen, die wir bei Ihnen lernen, zu befassen, fuhr er fort. Doch James konnte sehen, wie er den Faden seinen eigenen Satz verlor und in Schweigen verfiel. Peter versuchte, die Situation zu retten. Professor, es ist so, wir wollten uns eingehender mit der Materie befassen, aber es ist uns untersagt, diese Bücher auszuleihen. Aus gutem Grund, Mr. Pettigrew. Diese Bücher, und ich habe sie mir angesehen, übersteigen bei weitem das, was wir aktuell im Unterricht befassen. James rutschte das Herz in die Hose. Sie hatte gesehen, worum es in den Büchern ging. Wenn diese Frau auch nur einen Funken Verstand besaß, wovon er leider überzeugt war, würde sie ihre eigenen Schlüsse ziehen. Warum Remus einmal im Monat einfach verschwand? Warum sie nur sie drei und nicht ihn erwischt hatte? Warum sie die Bücher wirklich brauchten? Sie würde verstehen, was mit Remus vor sich ging, und wenn das bekannt wurde, würde er von der Schule fliegen. Und sie selbst wahrscheinlich gleich mit, weil sie geholfen haben, es zu vertuschen. Aber das wäre ja dann auch egal. Professor, bitte, wir wollten wirklich nur. Wir wollten nur. Ja, was? Ihm fiel keine Ausrede ein. Hilflos sah er zu Sirius, doch der betrachtete angestrengt seine Tasse. James konnte förmlich hören, wie er im Kopf verschiedene Möglichkeiten durchging, wie sie sich aus der Situation winden konnten. Doch ihm schien ebenso wenig etwas Geeignetes einzufallen wie James selbst. Ein kurzer Blick zu Peter verriet ihn, dass es auch bei ihm nicht besser aussah. Er war blass und starrte schweigend das Plätzchen in seiner Hand an. Unbehaglich sah James wieder zu McGonagall auf. Als er ihrem Blick begegnete, richtete er die Augen hastig wieder auf seine Tasse. McGonagall seufzte tief.
Ich hoffe, Ihnen ist bewusst, dass dieser Stoff für junge Zauberer Ihres Alters zu gefährlich ist. Ohne Anleitung werde ich Ihren Eltern früher oder später erklären müssen, wie es geschehen konnte, dass Ihre Söhne sich unter den Augen der Schule in solche Gefahr gebracht haben oder gar für den Rest ihres Lebens geschädigt haben. Ich hoffe also... Sie schwieg einen Moment, sodass James aufblickte. Die anderen beiden taten es ihm gleich. Ich hoffe also, fuhr McGonagall leise fort, ohne sie aus den Augen zu lassen, Zauber wie diese heimlich in ihren Schlafsälen unter denkbar ungünstigen Bedingungen erlernen zu wollen. James schluckte und senkte erneut den Blick. Natürlich nicht, Professor, murmelte er betreten. Die anderen beiden probten eine Zustimmung. McGonagall nickte langsam. Gut, sehr gut. Sie räusperte sich und stand auf, um ihren Tee auf ihren Schreibtisch zu stellen. James erkannte die Bücher, die sie zu stehlen versucht hatten. Sie lagen fein säuberlich gestapelt auf dem Tisch. McGonagall wandte sich zu ihnen um. Ich hoffe außerdem, dass Ihnen bewusst ist, welche Zeit vonnöten ist, um eine derartige Verwandlung zu erlernen. Zeit und ein gewisses Maß an Talent, möchte ich meinen. Sollten Sie tatsächlich auf die Idee kommen, sich so etwas beibringen zu wollen, seien Sie gewiss, dass ein leeres Klassenzimmer sich besser eignet als ein Schlafsaal. Und dass Sie nie auf die Idee kommen sollten, eine Verwandlung am eigenen Körper ohne entsprechende Vorsichtsmaßnahmen und vor allem eine Aufsichtsperson durchzuführen, die im Zweifel genug Gegenmaßnahmen treffen kann. James horchte auf. Er warf Sirius einen kurzen Blick zu. Der zuckte mit den Schultern, sah aber ebenfalls aufmerksam zu McGonagall. Auch Peter schien ihren Worten plötzlich mit bedeutend weniger Angst und mehr Aufmerksamkeit zu lauschen. Wenn Sie also jemals Ambitionen haben, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie sich dabei nicht selbst gefährden. Sie sah jeden einzelnen von ihnen aufmerksam über den Rand ihrer Brille hinweg an. Dieses Mal senkte keiner von ihnen den Blick. Ich gehe allerdings davon aus, dass Sie diese Bücher nur für rein theoretische Fragen gebraucht haben, nicht wahr? Natürlich, Professor, versicherte James hastig. Reine Theorie, nichts weiter. Wir würden uns nie solche Risiken aussetzen, pflichtete Peter bei und nickte dabei eifrig. McGonagall musterte sie noch einen Moment. Gut. Wobei ich eine Versicherung in Bezug auf Risiken von Schülern meines Hauses grundsätzlich mit Vorsicht genieße, fügte sie mit einem Schmunzeln in Peters Richtung hinzu. Er räusperte sich verlegen und trank hastig einen Schluck Tee. James grinste Sirius verschwörerisch an. Wie es schien, waren sie mit einem blauen Auge davongekommen. Wobei er zugeben musste, dass Remus' Ausreden weit überzeugender waren, ohne dass sie dazu eine Vorlage ihres Lehrers brauchten. Sirius grinste zurück. Selbst Peter erlaubte sich ein kurzes, schüchternes Lächeln. Doch McGonagall war offensichtlich noch nicht fertig. Sie räusperte sich, um ihre Aufmerksamkeit wieder zu erlangen, und setzte eine Miene auf, die James nur zu gut kannte. Jedes Gefühl von Erleichterung verflog sofort. Er bemerkte aus dem Augenwinkel, wie auch Sirius' Grinsen sich verflüchtigte. Dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass sie drei zum wiederholten Male dabei erwischt wurden, wie sie die Regeln unserer Schule gebrochen haben. Insbesondere das nächtliche Marodieren scheint ihnen gewissermaßen im Blut zu liegen, möchte man meinen. Sie maß die Junge mit einem strengen Blick. Da der Verlust von Hauspunkten sie offensichtlich nicht zur Vernunft bringen kann, will ich darauf an dieser Stelle verzichten. Sie werden stattdessen nachsetzen, alle drei, Freitag nach dem Abendessen. Ich möchte sie alle pünktlich um 9:30 in mein Klassenzimmer sehen, für 2 Stunden. James schluckte, nickte aber. Die beiden anderen taten es ihm gleich. Wir werden pünktlich sein, Professor, versprach Peter betreten. Davon gehe ich aus, erwiderte sie. Jeden Freitag für die nächsten 10 Wochen. Was? Platzte Sirius entsetzt heraus. Das kann nicht Ihr Ernst sein, Professor. 10 Wochen? Wandte James ein. Doch McGonagall sah ihn gelassen an. Da Sie offenbar äußerst resistent gegen meine Strafmaßnahmen sind, ist das durchaus mein Ernst, Mr. Potter. Nach diesen 10 Wochen werden wir sehen, ob wir das Maß auf alle 2 oder 3 Wochen begrenzen können.
James blieb der Mund offen stehen. Zero schnappte nach Luft. Peter sank auf seinen Stuhl zusammen. Nun denn, wir haben genug unserer Nachtruhe damit verbracht, über diese höchst interessanten Bücher zu sprechen, stellte McGonagall fest und tippte mit dem Zauberstab darauf. Die in Leder gebundenen Bücher schrumpften in sich zusammen. Ich denke, ich werde Madame Pince darüber informieren, dass sie vorsichtshalber in meiner Verwahrung bleiben. Mindestens für die nächsten kommenden 10 Wochen. Sie richtete sich ein wenig auf und zupfte ihren Morgenmantel zurecht. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Den Weg zu Ihren Schlafsaal finden Sie bestimmt alleine, oder? Dann wandte sie sich um und verschwand in dem angrenzenden Zimmer. James sah ihr ungläubig nach. 10 Wochen. Und noch länger. Das war unglaublich, hauchte Sirius. James knurrte unwillig. Du sagst es. 10 Wochen nachsitzen. Nur weil wir in der Bibliothek... Manchmal bist du wirklich schwer vom Begriff, James. Unterbrach Sirius ihn und sprang aus seinem Sessel. Er stellte die Teetasse ab und trat an den Schreibtisch heran. Sirius! Peter stand ebenfalls auf. Lass sie her. Wir haben schon genug Ärger eingehandelt. Doch Sirius grinste. Wir haben uns keinen Ärger, sondern Privatunterricht eingehandelt. Habt ihr wirklich nichts kapiert? James starrte ihn ungläubig an. Privatunterricht? Er beäugte misstrauisch Sirius Tasse. McGonagall hat ihn garantiert nichts anderes als Tee gegeben, aber... Sirius griff ohne zu zögern nach den Büchern und verteilte sie an Peter und James. Da, steck die ein! Wir sollten stolz zurück und zusehen, dass wir die wieder groß bekommen, wenn sie nicht von alleine wieder größer werden. Sirius, wir können nicht! Papalapap! Bis Freitag müssen wir die gelesen haben. Je früher wir anfangen, desto besser. James starrte Sirius ungläubig an, als er ihm 2 verkleinerte Bücher in die Hand drückte. Du meinst... Sirius Grinsen wurde breiter. Erb, in einem leeren Klassenzimmer unter qualifizierter Aufsicht. James grinste zurück. Das ist genial. Er stopfte hastig die Bücher in die Taschen seines Umhanges und griff nach Peters Arm. Los, sehen wir zu, dass wir zurückkommen, drängte er. Aber... Merlin, Peter, wir sitzen nicht nach. Wir lernen alles, was hier drin steht. Unterbrach James den Protest seines Freundes und nahm die Bücher ab, um sie in Peters Umhang zu stecken. Sirius lachte leise. Das wird das beste Nachsitzen, was wir je hatten. Aber Remus sagen wir nichts, oder? Machst du Witze? Sirius schnaubte spöttisch. Der würde versuchen, uns aufzuhalten, jede Wette. Peter atmete neben James einmal tief durch. In Ordnung, ich hoffe, ihr habt recht, sonst verlieren wir noch mehr Hauspunkte. James grinste. Hör auf zu jammern, Peter. Vielleicht gewinnen wir am Ende sogar noch welche. So als jüngste Animagi aller Zeiten. Der Fehler. Ein Harry Potter One-Shot von Regenbogenschlange. Gelesen vom Mondniffler. Petunia benutzte ihr bestes Briefpapier. Das hellblaue, das sie von ihrer Großtante geerbt hatte und auf dem ein Mädchen abgebildet war, das auf einer Mauer saß und lächelnd in die Ferne blickte. Sie trug ein wunderschönes Kleid und einen hübschen Hut. Doch es war ihr Gesicht, das Petunia am meisten faszinierte. Irgendetwas an dem melancholischen Lächeln des Mädchens hielt ihren Blick jedes Mal fest und sie liebte dieses Briefpapier. Sie mochte es so sehr, dass sie vor einiger Zeit sogar versucht hatte, das Mädchen auf der Mauer abzuzeichnen. Doch sie hatte es schnell wieder aufgegeben und den unbeholfenen Versuch weggeworfen. Lily konnte besser zeichnen als sie. Lily konnte alles. Trotzdem stand es außer Frage, dass Petunia für ihr Vorhaben ein anderes Papier benutzte. Vorsichtig nahm sie eines der hellblauen Blätter hervor und legte es auf ihren ordentlich aufgeräumten Schreibtisch. Ihr Füller lag bereit, ebenso wie die Wörter in ihrem Kopf. Stundenlang hatte Petunia nach den besten Wörtern gesucht, hatte sie hin und her geschoben und abgeschliffen, bis sie ein Ergebnis hatte, mit dem sie zufrieden war. Die Wörter waren fest in ihrem Kopf verankert, so fest, dass sie diese auch noch nach Wochen auswendig können würde. Sie müsste sie nur noch aufschreiben. Feierlich zog Petunia die Kappe von ihrem Füller. Die Patrone war voll.
Sie hatte sich extra vergewissert. Bei diesen Vorhaben durfte nichts schiefgehen. Keine leere Patrone, keine zitternden Hände, kein Verschreiben. Sie hatte nicht mehr so viel Briefpapier, dass es für mehrere Versuche reichen würde. Lilis Gesicht schwebte vor ihrem inneren Auge, als Petunia den Füller absetzte. Lilis Gesicht strahlend vor Glück bei der endgültigen Bestätigung dafür, dass sie eine Hexe war. Glücklich, weil sie etwas Besonderes war. Unwillig schob Petunia das Bild ihrer kleinen Schwester beiseite. Mal sehen, was ihr Gesicht Lili machen würde, wenn sie erfuhr, dass sie nicht die Einzige war, die besonders war. Ein letztes Mal atmete Petunia durch, bevor sie zu schreiben begann, in ihrer schönsten Handschrift. Zuerst rechts oben den Ort und Datum, so wie sie es gelernt hatte. Dann die Anrede. Sie kannte den Namen. Sie hatte ihn in letzter Zeit ziemlich oft gehört. Lili sprach von nichts anderem mehr. Es gab nur noch das eine Thema. Sehr geehrter Professor Dumbledore, vielleicht wissen Sie ja, wer meine Schwester ist. Sie heißt Lily Evans. Sie wird nächstes Schuljahr auf ihre Schule gehen. Vor kurzem kam eine Frau, die ihr erklärte, dass sie eine Hexe ist. Wir konnten das kaum glauben, weil Hexerei ja etwas ist, womit man normalerweise nur Märchen zu tun hat. Die Alte hatte sich nur so freundlich angestellt. Sie war aber eine böse Hexe, die den Kindern auflauerte und hatte das Brothäuschen bloß gebaut, um sie herbeizulocken. Da lachte sie boshaft und sprach höhnisch: Die hab ich, die sollen mir nicht wieder entwischen. Das wird ein guter Bissen werden. Da packte sie Hänsel mit ihrer dürren Hand, trug ihn in einen kleinen Stall und sperrte ihn mit einer Gittertür ein. Er mochte schreien, wie er wollte. Es half ihm nicht. »Wie böse«, unterbrach die Stimme des kleinen Mädchens die vorlesende Frau. »Das ist aber nicht nett.« Die Alte frohlächelte. »Ach, Lili, mein Schatz, das ist...« Das zweite Mädchen, das mit seiner jüngeren Schwester die kleine Schar der Zuhörer bildete, schnitt ihr das Wort ab. »Es ist eine Hexe. Hexen sind alle böse. Du Dummkopf, böse und hinterhältig und brutal.« Stolz darauf, die komplizierten Wörter so fehlerfrei hervorgebracht zu haben, sah Petunia das junge Mädchen an. »Das glaube ich nicht«, widersprach Lili. »Es muss auch nette Hexen geben. Natürlich waren wir zuerst sehr verwirrt und erschrocken, aber langsam gewöhnen wir uns daran, eine Hexe in der Familie zu haben. Mom und Dad sind sogar sehr stolz auf Lili und Lili freut sich sehr darauf, nach Hogwarts gehen zu dürfen.« Und wie sie sich freute, es war kaum auszuhalten. Ständig dieses selige Lächeln, das Petunia ihr am liebsten vom Gesicht gewischt hätte. Dieses lästige Herunterzählen. »Noch 3 Wochen, dann bin ich in Hogwarts. Noch 2 Wochen und 6 Tage. Wir haben gelernt, dass Zauberei anders als im Märchen ist. Nicht immer schlecht und es ist alles sehr schön. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie meine Schwester nach Hogwarts aufgenommen haben. Nur eine kleine Bitte hätte ich. Können Sie mich nicht vielleicht auch in Ihre Schule aufnehmen? Ich weiß, ich habe keinen Brief bekommen und so, aber wenn Lily eine Hexe ist, wieso kann ich ja nicht auch eine sein? Das liegt doch bestimmt in der Familie und sicherlich haben sie mich einfach übersehen.« Und er würde ihr dankbar dafür sein, dass er sie auf seinen Fehler hingewiesen hatte. »Oh ja, das würde er.« »Das ist gar nicht schlimm. Sie können mich ja dieses Jahr aufnehmen. Das würde mich gar nicht stören. Ich könnte mit Lily mitfahren und mit ihr in eine Klasse gehen. Und es macht mir überhaupt nichts aus, dass ich etwas älter bin. Es sind ja nur 2 Jahre. Dann könnte ich gleich auf Lili aufpassen und ihr helfen, wenn sie etwas nicht versteht. Ich lerne sehr schnell, wissen Sie? Und ich bin mir sehr sicher, ich könnte auch ganz schnell lernen, eine Hexe zu sein. Bitte, lassen Sie mich nach Hogwarts fahren. Dann kann ich es Ihnen auch beweisen.« »Bitte, bitte, bitte.« »Ich will nicht, dass Lili alleine fährt und zu zweit haben wir bestimmt sehr viel mehr Spaß. Bitte antworten Sie doch schnell, damit ich noch rechtzeitig mein Schulzeug kaufen kann. Ich bin Ihnen noch gar nicht böse, dass Sie einen Fehler gemacht haben und mich übersehen haben. Mit freundlichen Grüßen, Petunia Evans.« Bei ihrer Unterschrift gab sich Petunia besondere Mühe. Hübsch und verschnörkelt sollte sie sein. Langsam schmerzte ihre Hand schon von der Anstrengung, besonders schön zu schreiben. Mit einem zufriedenen Lächeln griff Petunia nach einem Umschlag und einer Briefmarke, die sie aus dem Wohnzimmerschrank geklaut hatte. Nun ja, nicht geklaut,
Sie hatte sie genommen. Das war ihr gutes Recht. Briefmarken gehörten schließlich zum Allgemeingut. Sorgfältig faltete Petunia das Papier, wobei sie genau darauf achtete, dass die Ecken genau aufeinander lagen. Dann schob sie es in den Umschlag, verschloss ihn und klebte eine Briefmarke in die Ecke. Während all diesen Bewegungen stellte sie sich vor, wie begeistert ihre Eltern sein würden, wenn sie ihnen verkündete, dass sie auch am Ende der Sommerferien nach Hogwarts fahren würde. Und wie stolz sie auf sie sein würden, weil sie es ganz alleine geschafft hatte, das Missverständnis aufzuklären. Jetzt fehlte nur noch die Anschrift. Genau wusste Petunia sie nicht, aber das, was sie von Lily und dem unerträglichen Snape-Jungen gehört hatte, das würde genügen. Es musste genügen. Nicht auszudenken, was geschehe, wenn dieser Brief, der ihre gesamte Hoffnung in sich trug, nicht ankäme. Petunia schüttelte den Kopf. Sie durfte so etwas nicht denken. Es würde alles funktionieren. Es musste funktionieren. Nun zitterte ihre Hand doch leicht, als sie die Adresse auf dem Umschlag schrieb. Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Schottland. Auf Wiedersehen. Ein Harry Potter One-Shot von T.R. Wolverine. Gelesen vom Mundniffler. Das Friedhofstor knarrte vertraut, als Sirius es öffnete und hindurchtrat. Er blieb einen Moment stehen und atmete tief durch. Es fiel ihm jedes Mal schwer, den Weg zum Grab anzutreten. Es tat weh, davor zu stehen und den Namen auf dem kalten Stein zu lesen. Und er kann trotzdem in jeder Nacht von Donnerstag auf Freitag her. Es ging nicht anders. Er musste einfach zu ihm, musste ihm sagen, dass er ihn nicht vergessen hatte und dass er ihn vermisste. Ein trauriges Lächeln stahl sich auf seine von den Kälten gereizten Lippen. Die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Er hatte es nie ganz verstanden, aber James hatte oft zu ihm gesagt, dass dies die beste Nacht der Woche war. Das Wochenende war zum Greifen nahe, ohne bereits angebrochen zu sein. Man verspürte eine gewisse Vorfreude auf die kommenden Tage und stieg mit dem beruhigenden Gefühl ein, dass man morgen um diese Zeit frei war und tun konnte, was man wollte. Wahrscheinlich kam er deshalb in genau dieser Nacht. Sirius ballte die Hände in den warmen Handschuhen zu Fäusten, um sich zu sammeln und auf den Weg zu machen. Sein Blick streifte über den verschneiten Friedhof und er suchte nach der kleinen magischen Flamme, die ihm den Weg zum Grab leuchten würde. Eine kalte Klaue schien sich in seinem Magen zu krallen, als er das Licht nicht ausmachen konnte. Hatte die Nacht sein kleines Licht verschluckt? Von Angst vorangetrieben, lief er in die Dunkelheit hinein. Eigentlich kannte er den Weg, aber er fühlte sich jedes Mal so verloren, dass er die brennende Kerze zur Orientierung brauchte, um nicht ziellos zwischen den Gräbern umherzuirren. Der Schnee knirschte unter seinen Winterstiefeln und er zog seinen Mantel fester um seinen Körper. Langsam sollte er doch lange genug dran sein. Wo war sein Licht nur? War es erloschen, so wie der Glanz in James' Augen? Er spürte einen Stich im Herzen. Doch dann sah er es, ein schwaches Leuchten in der Dunkelheit. Er beschleunigte seine Schritte. Und dann war er angekommen. Kraftlos sank er vor dem Grab auf die Knie und schloss die Augen. »Hallo, Prongs«, sagte er leise. Er brauchte einen Augenblick, bevor er die Kraft fand, um die Augen wieder zu öffnen. Der Anblick war ihm mittlerweile so vertraut, aber er hatte sich noch immer nicht daran gewöhnt. Langsam zog er sich den Handschuh von seiner rechten Hand und strich vorsichtig mit den Fingerspitzen über den Namen James Potter auf der linken Seite des Grabsteins. Direkt darunter stand seine kleine Kerze und beleuchtete den Namen seines besten Freundes. Auf der rechten Seite stand ebenfalls ein Namenstein graviert. Doch Sirius schenkte diesem nur selten Beachtung. Auch darunter hatte jemand eine Kerze aufgestellt. Manchmal fragte er sich warum. Und dann fiel ihm wieder ein, dass Lily ja ebenfalls gestorben war. Es kam ihm so unglaublich belanglos vor
und er schämte sich dafür. Sicher, Lily war eine gute Freundin gewesen, aber der Tod von James hatte ihren völlig in den Schatten gestellt. Schön, wieder beide zu sein. Das sagte Sirius jedes Mal, und für einen winzigen Augenblick verschwand die Leere aus seinem Herzen, und er erwartete jeden Moment, James' Stimme zu hören. Doch wie immer blieb es still. Sirius zog seine Hand zurück und starrte in die Flamme. Er wusste nicht, wie lange er so dasaß, aber er brauchte immer ein bisschen Zeit, bevor er anfangen konnte. Schließlich fand er die richtigen Worte, um zu beginnen. Die Woche war grauenvoll. Ich war auf der Suche nach Peter, aber ich bin keinen Schritt weitergekommen. Schuldgefühl überkam ihn. Aber mach dir keine Sorgen, ich werde ihn finden und er wird eines Tages seine Strafe bekommen. Er machte eine kurze Pause. Es gab da ein Thema, das er ansprechen wollte, weil es ihm schon seit Ewigkeiten auf der Seele brannte. Mit jedem Tag, den es aufschob, belastete es ihn mehr. Mit fahrigen Fingern zog er auch den anderen Handschuh aus, um etwas Zeit zu bekommen. Das war doch albern. Er hatte sich fest vorgenommen, es heute endlich zu erzählen. Er wusste nicht, warum er es nicht schon längst getan hatte. Er selbst wusste es schließlich seit Jahren, und sonst war niemand hier. Eine erbarmungslose Kälte, die nichts mit den winterlichen Temperaturen zu tun hatte, überkam ihn. Vielleicht war genau das Problem. Niemand war hier. Er hatte seine Chance verpasst. Er hatte nie etwas gesagt, als es noch etwas bewirken hätte können. Bronx, ich muss dir was sagen. Ich hätte es dir vielleicht schon früher sagen sollen. Vielleicht wärst du da noch bei mir. Tränen rannen ihm übers Gesicht. Ich liebe dich. Stille. Ich bin so ein Idiot. Ich hab dich nie wissen lassen, was ich für dich empfinde. Ging es dir vielleicht genauso wie mir? Hätten wir zusammen sein können? Ich hatte Angst, du würdest mich zurückweisen. Hätte unsere Freundschaft das dann überstanden? Einmal angefangen, schrieben die Fragen, die er all die Jahre hätte stellen wollen, nur so aus ihm heraus. Ein Schluchzen entkam seiner Kehle. James, ich habe mir so gewünscht, dass du und ich... Wärst du? Hättest du? Er machte eine Pause, um seine Gedanken zu sortieren. Und falls es dir wie mir ging, kannst du mir vergeben, dass ich es nie versucht habe? Ich kann mir nicht vergeben. Ich war so feige, Bronx. Die Tränen waren zu einem Strom geworden und er weinte schweigend. Die heiße Flüssigkeit wärmte die Haut seiner Wangen und zog eine feuchte Spur darauf. Sirius machte sich nicht die Mühe, die Tränen fortzuwischen. Bist du sauer, dass ich es dir nicht vorher gesagt habe? Er hob den Blick von der Flamme und blickte nun wieder auf den nahen Stein. Ist eine blöde Frage, ich weiß. Hast du mich dafür? Seine Stimme war brüchig und zitterte bei der Vorstellung, dass James ihn hassen könnte. Du hast mich mal gefragt, warum ich nie mit jemandem ernsthaft ausgegangen bin. Jetzt weißt du es. Du bist der Grund. Ich hoffe so sehr, dich irgendwann wiederzusehen. Wenn es ein Leben nach dem Tod geben sollte, dann verspreche ich dir, werde ich dich finden. Ein paar Sekunden herrschte Stille. Die Kerzenflamme flackerte unruhig und Sirius musterte sie skeptisch. Dann lächelte er matt. Du hast natürlich recht. Ich muss hier noch einiges erledigen. Aber wenn das geschafft ist, dann komme ich zu dir. Die Tage sind so lang und dunkel ohne dich. Außerdem frage ich mich immer wieder, was ich mit Piper machen soll, wenn ich ihn finde. Wenn es nach mir ginge, würde ich ihn umbringen. So qualvoll, dass er sich wünschen würde, nie gebrochen worden zu sein. Stieß er verbittert hervor. Dann wurde sein Blick wieder weich. Aber darum geht es hier nicht. Ich frag mich, was du möchtest. Soll ich ihn umbringen oder soll er nach Azkaban? Sirius seufzte. Es kommt mir so ungerecht vor, dass er atmet, während du...
du nicht mehr bei mir bist. Er schloss die Augen. James' Gesicht erschien in seinen Gedanken. Sein Lächeln machte Cyrus schwer, nicht zu verzweifeln. Er hörte sein Lachen in seinem Kopf widerhallen. Und dann hörte er James' Stimme. Du machst das schon, Pat. Cyrus schüttelte traurig den Kopf. Ich weiß einfach nicht wie. Du warst doch immer meine Orientierung. Immer wenn ich nicht weiter wusste, hast du mir geholfen. Du hast mir gezeigt, was Familie ist. Du bist mein bester Freund, mein Bruder und für mich bist du noch so viel mehr. Ich brauch dich, verdammt! Den letzten Satz schrie er in Verzweiflung. Er schlug wütend mit den Fäusten auf den gefrorenen Boden ein. Seine Fingerknöchel platzten auf und bluteten, aber es war ihm egal. James! Schlag, Schlag, Schlag. Bitte komm zu mir zurück! Schlag, Schlag, Schlag. Erschöpft sackte er vollends neben dem Grabstein zusammen. Sein Haar war kalt und durchnässt vom Schnee und seine geröteten Augen starrten leer in die kleine Flamme. Du bist mein Licht. Wie soll ich mich ohne dich zurechtfinden? Verdammt, Bronx. Ich vermisse dich so sehr. Es tut so weh. Eine gefühlte Ewigkeit blieb er so liegen. Hätte niemand gefragt, ob er seit Sekunden oder seit Tagen dort lag, er hätte es nicht sagen können. Doch schließlich erwachte ein Gedanke in ihm. Zuerst war es nur ein kleiner Funke, doch er wuchs und wurde zum zarten Flämmchen und schließlich zum lodernden Feuer. Was tat er hier eigentlich? Wann hat er seinen Mut und seine Hoffnung verloren? James war fort, aber nur weil er sein Andenken nicht wahrte. Sein bester Freund würde immer bei ihm sein. Cyrus schuldete es ihm weiterzumachen, zu leben. Mühsam kämpfte er sich in der sitzenden Position zurück und wischte sich den Schnee aus den Haaren. Kraftlos kroch er neben den Grabstein und lehnte sich erschöpft dagegen, wie an die Schulter eines alten Freundes. Sein Blick fiel wieder auf die Kerze, die jetzt eine Handbreit neben seinem Oberschenkel stand und unermüdlich die übermächtige Dunkelheit zurückzudrängen versuchte. Donnerstagnacht, ging es ihm durch den Kopf. Er musste lächeln. Vielleicht war es genau das. Wenn es ein Leben nach dem Tod gab, was war dann schon der Rest seines Lebens im Vergleich zur Ewigkeit? Nur Donnerstagnacht. Die Zeit, in der man sich auf das Kommende freute, ohne dass es schon angebrochen war. Er musste einfach daran glauben, dass er James wiedersehen würde. Verzweifelt klammerte er sich an diesen Gedanken. Er gab ihm Hoffnung und Kraft. Er holte tief Luft und zwang sich zu einem Lächeln. Kein trauriges, wie es so oft in dieser Zeit auf seinen Lippen lag, sondern ein breites, herausforderndes, wie James und er so oft ausgetauscht hatten. Es tut mir leid, alter Freund. Du hast mir mal wieder den Kopf zurechtgerückt, auch wenn du gar nicht hier warst. Irgendwann werde ich herkommen und dir von den schönen Ereignissen berichten. Nach dem Krieg vielleicht. Falls ich überlebe. Bitte hab ein wenig Geduld mit mir und mein Gejammer. Er ließ den Kopf auf den Stein sinken. Er spürte die glatte Beschaffenheit in seinem Ohr und die Kälte auf seiner Haut, die davon ausging. Auch wenn es nicht mit menschlicher Wärme zu vergleichen war. Eigentlich ganz im Gegenteil, fühlte er sich James in diesem Moment näher als in all den Wochen zuvor. Ein kalter Winterwind brandete auf und ließ ein ohrenbetäubendes Pfeifen erklingen. Er schloss die Augen und zog den Kopf ein, um sich vor den heranbrausenden Kälte zu schützen. Und als der Wind nachließ, glaubte er für einen Moment einen warmen Arm um seine Schulter zu spüren und James' Stimme zu hören. Ich warte auf dich. Der Dachs und die Schlange. Ein Harry Potter One-Shot von Amaneko. Gelesen vom Mondnäffler. Im ganzen Kerker blitzte es rot und grün. Die Lichter wurden zigfach von den Kerkerbetten zurückgeworfen, obwohl sie eigentlich von der Dunkelheit des Kerkers hätten verschluckt werden müssen.
Cedric vermutete, dass Malfoy irgendeinen Trick angewandt hatte, um diese dämlichen Anstecker intensiver leuchten zu lassen. Snape störte es natürlich nicht, dass sein Zaubertrankeklassenzimmer einer Diskothek liegt. Und es wäre auch vergebene Liebesmühe, ihn darauf hinzuweisen, dass ihn das anhaltende Geblitze in seiner Konzentration störte. Langsam konnte er das ständige »Ich bin für Cedric Diggory, den wahren Hogwarts-Champion« nicht mehr sehen. Geschweige denn die anderen Parole, die die Anstecker ausspuckten. Potter stinkt. Zugegeben hatte er sich, vor allem im Stillen, riesig gefreut, als Feuerkelch ihn als Vertreter für Hogwarts auserwählt hatte. Ihm war auch von Anfang an bewusst gewesen, dass er nun noch mehr Aufmerksamkeit als ohnehin schon bekommen würde. Doch war er noch immer der Auffassung, dass er als amtierender Quidditch-Kapitän und erfahrener Vertrauensschüler das schon aushalten würde. Doch die derzeitige Lage übertraf alles, was er sich ausgemalt hatte. Die Tatsache, dass auch Potters Name aus dem Feuerkelch geflogen kam, bescherte ihm zusätzlich Probleme ganz anderer Art, die niemand hätte vorhersehen können. Selbst die Mitschüler seines eigenen Hauses hoben ihn derart in den Himmel empor, dass er sich nach einer Woche nichts sehnlicher wünschte als ein ruhiges Plätzchen, wo er sich niederlassen könnte und nachdenken konnte. Doch wohin er auch immer ging, stets verfolgten ihn mehrere Gruppierungen sämtlicher Häuser. Ja, sogar einige Gryffindor-Mädchen waren darunter, von denen er eigentlich vermutet hatte, sie würden Potter unterstützen. Potter. Halloween war nun 2,5 Wochen her, die erste Aufgabe stand bevor, und Cedric war sich noch immer nicht sicher, ob Potter die Wahrheit sagte. Einerseits konnte er nicht glauben, dass Potter tatsächlich den Feuerkelch ausgetrickst haben sollte, aber andererseits... Die Schülerschaft tuschelte bereits, ob Potter nicht doch der Erbe Slytherins sei, wie bereits vor 2 Jahren vermutet. Denn wie sonst sollte ein Viertklässler ein so mächtiges magisches Gefäß wie den Feuerkelch austricksen? Was für ein albernes Gespenst. Potter mochte seine Fehler haben, doch nie und nimmer wäre Cedric auf den Gedanken gekommen, Potter wäre der Erbe Slytherins. Die Schulglocke riss Cedric unsauber aus seinen wirren Gedanken. Schnell packte er seine Sachen zusammen und wenigstens ein paar Minuten lang nicht von seinen Hufflepuff-Kameraden umringt zu werden und machte sich auf den Weg in Richtung Gemeinschaftsraum. Doch er kam nicht weit. »Hey, Diggory!« Cedric hielt inne und seufzte leise. Er kannte diese Stimme, deren schnarrender Befehlston von den Wänden zurückgeworfen wurde. Er kannte sie so gut wie das Licht der Anstecker. »Malfoy, was gibt's?« fragte er in einem bemüht höflichen Ton. »Wie du sicherlich weißt, Diggory, stehen meine Familie und ich geschlossen hinter dir.« »Was du nicht sagst, möchtest du mir noch irgendetwas anderes mitteilen?« Malfoy sah beleidigt aus, doch es war eindeutig, dass er von Cedrics leichten Sarkasmus kein bisschen beeindruckt war. »Ehrlich gesagt wundert es mich doch sehr, dass du selbst noch keinen meiner tollen Anstecker trägst. Wie sieht das denn aus, wenn ich der gesamten Schule Anstecker verkaufe, um dich zu unterstützen? Und der Hogwarts-Champion selbst trägt sie nicht. Das ist kein guter Stil, Diggory.« »Ich habe dich nie darum gebeten, diese Dinger zu verkaufen.« »Und doch kannst du nicht leugnen, dass dir der Verkauf dieser Dinger nicht geschadet hat. Im Gegenteil.« Der Jüngere verengte die Augen zu stützen und starrte Cedric unverhohlen an. »Es kann nur einen wahren Hogwarts-Champion geben und jeder weiß, dass es nicht Potter ist.« Der Kerkergang hatte sich inzwischen mit weiteren Schülern gefüllt, die alle gebannte Diskussion zwischen dem Hufflepuff und dem Slytherin lauschten. Oben an der Treppe Richtung Eingangshalle erblickte er Cho Chang, die ihm ein zurückhaltendes Lächeln zuwarf. Sein Herz machte einen Hüpfer, als er sah, dass sie im Gegensatz zu ihren Freundinnen keinen Anstecker trug. Schon seit einigen Tagen überlegte er hin und her und hin und her, ob er sie nicht doch zum Weihnachtsball einladen sollte. Wenn er noch weiter zögerte, würde ihm womöglich jemand anderes zuvorkommen. »Diggory, ich hatte dich was gefragt.« »Wie bitte, was?« Widerwillig ließ er die Augen von Cho und blickte wieder den Viertklässler vor ihm an. Unfassbar, dass er sich überhaupt auf diese Diskussion eingelassen hatte. Er musste das so schnell und so unauffällig wie möglich beenden, sofern das mit etwa 100 Schaulustigen möglich war. 3 Anstecker für den Preis von 2. Nur 20 Sickel. Extra für dich. Ich will schließlich nicht den Schulchampion schröpfen.
so wie es Kimcor mit St. Potter gemacht hat. Lautes Gelächter und vereinzelter Beifall folgte von den Slytherin-Schülern, die sich hinter Malfoy postiert hatten, begleitet von erneuten roten und grünen Schriftzügen an den Wänden. Selbst einige Hufflepuffs machten sich über Malfoys Witz lustig. Merkwürdigerweise verärgerte diese Tatsache Cedric weitaus mehr als die, dass die Slytherins über diese unlustige Bemerkung gelacht haben. Es tut mir außerordentlich leid, entgegnete Cedric entschieden. Doch ich verhandle nicht mit Menschen, die keine ehrlichen Absichten verfolgen. Rote Flecken erschienen auf Malfoys Wangen, welche ihn in Zwielicht des Kerkers noch bleicher aussehen ließen. Du bezeichnest mich als Lügner? Zischte Malfoy. Das hast du gesagt, erwiderte Cedric gelassen. Ich habe lediglich gesagt, es würde nicht ins Geschäft kommen. Du lehnst also ab. Ich werde mich nicht noch einmal wiederholen, Malfoy. Die Anspannung im Kerker hatte ein beinahe unerträgliches Maß erreicht, während Malfoy Cedric auf eine Art und Weise fixierte, die ihm die Nackenhaare zu Berge stehen ließen. Drei Anstecker für 18 Sickel. Letztes Angebot. Cedric seufzte. Na gut, anscheinend muss ich mich noch einmal deutlicher ausdrücken. Ich werde keinen einzigen deiner Anstecker kaufen. Und ich dachte, du freust dich über einflussreiche Unterstützer, spottete Malfoy. Ich hätte dir viele nützliche Kontakte im Ministerium vermitteln können, mein Vater. Lieber verliere ich ein paar Unterstützer, als dass ich deine Lügen und Heucheleien unterstütze, unterbrach Cedric ihn unwirsch. Dein einziges Ziel ist es, Potter eins auszuwischen. Nichts mehr und nichts weniger. Mir ist es egal, was zwischen Potter und dir vorgeht, aber halt mich da raus, ja? Und jetzt entschuldige mich, ich habe Wichtigeres zu erledigen. Er drehte sich um und entfernte sich ein paar Schritte von Malfoy, blieb wieder kurz vor der Treppe in die Eingangshalle stehen. Ach ja, und anscheinend hast du vergessen, dass ich immer noch Vertrauensschüler bin. 20 Punkte Abzug für Slytherin wegen versuchter Erpressung. Ich werde Professor Snape von den Kenntnis setzen. Malfoys Gesicht weitete sich vor Entsetzen. Doch bevor das Slytherin protestieren konnte, stieg Cedric bereits die Treppen empor und ließ die aufgeregt stotternde Menge hinter sich. Aus dem Augenwinkel bemerkte er, wie Cho kurz den Arm hob, ihn dann jedoch wieder senkte, als er eilig weiter in Richtung Hufflepuff-Gemeinschaftsraum lief. Hinter sich hörte er bereits, wie diverse Schülerinnen seinen Namen rufen und ein Autogramm von ihm forderten. Kurz überlegte er, tatsächlich umzukehren und Cho endlich zu fragen, ob sie ihn auf dem Wendersball begleitete. Doch genauso gut hätte er sich ohne Zauberstab eine knallrüppigen Kröte entgegenstellen können. Rasch klopfte er im Rhythmus von Helga Hufflepuff gegen das zweite Fass von unten in der Mitte und betrat den Gemeinschaftsraum. Dort wurde er sofort von 20 Anwesenden freundlich begrüßt, doch er hob kurz die Hand, um zu signalisieren, dass er jetzt keine Zeit hatte. Er verzog sich in sein Zimmer, wo er sich rücklings auf sein Bett fallen ließ. Er atmete tief ein und genoss zum ersten Mal an diesem Tag die Stille, wie einen alten Freund. Seine Gedanken rasten unaufhörlich. Diese Diskussion hätte niemals so ausufern sollen. Natürlich musste er Malfoy in die Schranken weisen. Doch nun würde er erst recht keine ruhige Minute mehr haben. Dieser viel zu, dramatische Auftritt passte doch gar nicht zu ihm. Wieso hatte er sich so von Malfoy, einem Viertklässler, welcher sich bekannterweise selbst gern reden hörte, provozieren lassen? Wieso hatte er nicht, wie sonst auch, besonnen und ruhig geantwortet und Malfoy war stehen gelassen? Und das alles nur wegen ein paar dämlichen Ansteckern. Aber er erinnerte sich. Joe hatte keinen Anstecker getragen. Ein leises Lächeln deutete sich auf seinen Lippen ab, als er an die Decke starrte und sich dabei wie ein jugendlicher Vollidiot vorkam. Vielleicht war sein ungewollter Auftritt im Nachhinein nicht ganz so umsonst gewesen. Wolfsvater. Ein Harry Potter One-Shot von Eine kleine Leuchte. Gelesen von Mondnüffler. Ich bin schwanger. Die Worte schienen in der darauffolgenden Stille wiederzuhallen. Sie erfüllten die Küche mit einem Inhalt, der sich nur langsam zu seinem Gehirn durchkämpfte, welches plötzlich wie Schock gefrostet war. Schwanger? Das konnte nicht sein. Das durfte nicht sein. Tonks konnte doch nicht von ihm, einem Werwolf.
Er schrak vor den Gedanken zurück, der so scheußlich war wie die Krankheit, die er in sich trug und von der er sich geschworen hatte, sie niemals weiterzutragen. Tongs Strahlen, das so gar nicht zu dem Sinn der Neuigkeit passte, die sie ihm soeben verkündet hatte, verblasste, als sie sah, dass sein Gesicht alle Farbe verlor und absolut nicht die Reaktion zeigte, die sie sich wahrscheinlich erhofft hatte. »Remus?« fragte sie nach, verunsichert, fast schon zaghaft oder gar ängstlich. Tongs, die niemals vor irgendetwas Angst zeigte, wie hatte er ihr das nur antun können? »Es tut mir leid«, brachte er heraus, kaum mehr als ein Flüstern. Unwillkürlich machte er einen Schritt zurück, fort von ihr und dem Grauen, das er angerichtet hatte. »Was?« Tongs Stimme klang fassungslos. Natürlich verstand sie nicht, warum er so reagierte und sich nicht über die Nachricht freute, die jeden anderen Mann so in Hochstimmung versetzt hätte. Jeden normalen Mann. Tongs hatte es nie verstanden, warum es ihm so wichtig war, dass sie durch ihn nicht zu Schaden kam, warum er sich von ihr ferngehalten hatte. Und nun trug sie ein Kind in sich. Das Kind eines Werwolfes. »Es tut mir so leid«, wiederholte er in demselben heiseren Ton, und dann wandte er sich ruckartig um und floh aus der Küche. Er sah nicht mehr, wie sich ihre Augen mit Tränen füllten und sie schützend die Hand auf ihren Bauch legte. Sie wäre nicht Tongs, wenn sie sein Verhalten kommentarlos hingenommen hätte. Die Tür flog auf und sie stürmte ins Schlafzimmer. Ihre Augen blitzten vor Zorn und vielleicht auch Tränen. »Was sollte das eben? Wie kannst du einfach abhauen, nachdem ich dir gesagt habe, dass ich ein Kind bekomme?« Er wollte es nicht noch einmal hören. Es war zu viel. Die Schuldgefühle erstickten ihn schon langsam. Aber Tongs war noch nicht fertig. Sie packte ihn vorne an seinem Hemd und schüttelte ihn. »Wir bekommen ein Kind. Das ist eine wundervolle Nachricht. Du solltest vor Freude in die Luft springen, wie jeder werdende Vater. Und komm mir bloß nicht wieder mit irgendwelchen Schuldkomplexen und Schuldgefühlen.« Sie spuckte das Wort förmlich aus. Natürlich war Tongs darauf gekommen, was ihn so bedrückte und entsetzte, weshalb er sich nicht freute. Nun liefen die Tränen in ihre Augen über und rann ihre Wangen hinab. Das nahm er wahr, obwohl er ihn nicht in die Augen sehen konnte. »Unser Kind«, flüsterte sie nun, und es brach ihm beinahe das Herz. Diese Worte, die etwas so Schönes bedeuten sollten, gesprochen von der Frau, die er liebte, mit einer Stimme, die seine eigene Verzweiflung widerspiegelte. »Ich kann nicht, Tongs.« Er zwang die Worte aus sich heraus. »Ich hätte das nie tun dürfen. Es tut mir leid.« Die Entschuldigung klang hohl in seinen Ohren. Er löste ihre Hände von seinem Kragen. »Ich sollte gehen. Du solltest eine Weile bei deinen Eltern bleiben. Sie werden sich um dich kümmern.« »Besser, als ich es je könnte«, dachte er. »Und viel besser, als ich es getan habe.« Mit einem Gefühl, als würde er sich sein Herz aus dem Körper reißen und blutend zurücklassen. Ein Gefühl, das schrecklicher war als alles, was er je in seinem gesamten bisherigen Leben gespürt hatte. Er verließ das Zimmer, das Haus, das bis vor kurzem noch eine Zukunft für ihn und Tongs bergen sollte. Nach der Küchenszene im Grimaudeplatz. Was war doch für ein Feigling. Harry hatte so recht, seine Frau und sein ungeborenes Kind zu verlassen, um drei Teenager auf einer Mission zu begleiten, die offensichtlich nur für sie gedacht war. Nur damit er seinem schlechten Gewissen entkam. Nein, das ging nicht. Er musste Verantwortung für die Situation übernehmen und für seine Familie da sein. Für sein Kind. Zum ersten Mal breitete sich bei diesen Gedanken ein Lächeln auf sein Gesicht aus. Und Wärme erfüllte ihn. Er würde ein Kind haben. Mit Tongs. Er würde Vater werden. Und selbst wenn das Kind wie er ein Werwolf sein würde, dann würde er ihm beibringen, wie man mit solch einer Krankheit dennoch ein gutes Leben führen konnte. Er hastete zu dem Haus von Tongs Eltern und sein Schwiegervater ließ ihn mit der obligatorischen Kontrollfrage ein. Sein Herz schlug wild. Hoffentlich würde Tongs ihm sein Benehmen verzeihen. Ihr Vater sah jedenfalls nicht glücklich aus. Im Gegenteil, in dem sonst so gütigen Gesicht sah Remus die unterschwellige Wut und Enttäuschung darüber,
was sein Schwiegersohn seiner Tochter angetan hatte. Doch er wollte so schnell es ging mit Tonks reden. Daher entschuldigte er sich nicht erst bei Ted. Hastig eilte er durch das Haus und im Zimmer, das Tonks beherbergte, wenn sie ihre Familie besuchte. Doch als er das Wohnzimmer durchquerte, sah er sie dort auf dem Sofa sitzen und blieb wie angewurzelt stehen. Sie sah schrecklich aus, als hätte sie kaum geschlafen in der vergangenen Nacht und hätte auch nicht die Kraft oder den Willen gehabt, sich den Tag entgegenzustellen. Das Haar hing ihr wieder einmal mausbraun und ungekämmt ins Gesicht. Ihre Augen waren trübsinnig nach unten gerichtet, bis sie ihn bemerkte. Da kam das Leben, der Gesicht zurück und ihr Haar wurde feuerrot, so wie ihr Gesicht. Doch Remus war hauptsächlich erleichtert, dass sie noch Gefühle ihm gegenüber zeigte, auch wenn es die Wut war, die er mehr als verdiente. Er änderte die Richtung und trat auf sie zu, so schnell, wie er sich gestattete. Er wollte sie nicht bedrängen. Automatisch glitten seine Augen zu Tonks Bauch, an dem natürlich noch nichts zu sehen war, aber in dem jetzt schon ein Kind heranwuchs. Tonks kam ihm wieder einmal zuvor, bevor irgendetwas sagen konnte. Du! All ihre Gefühle steuerte sie ihm entgegen, in nur einem Wort. Ich hoffe, du hast eine gute Erklärung für dein Verhalten von gestern und eine noch bessere Entschuldigung. Und denk ja nicht, dass du hier einfach wieder auftauchen kannst, als wäre nichts gewesen. Sie funkelte ihn so zornig an, dass er das Gefühl hatte, zusammenzuschrumpfen. Sie hatte ja so recht. Er musste es ihr sagen. Es tut mir leid. Schon wieder diese Worte, die dadurch, dass er sie am Vortag schon so häufig missbraucht hatte, nun leider einen großen Teil ihrer Bedeutung verloren hatten. Er versuchte es anders. Ich hätte gestern nicht einfach weglaufen dürfen. Ich weiß, das war unmöglich von mir. Und ich kann nur hoffen, dass du mir irgendwann verzeihst. Er holte tief Luft, dankbar, dass Tonks ihn nicht unterbrach. Du weißt ja, dass ich mich anfangs von dir ferngehalten habe, weil ich dich schützen wollte. Dass das dumm und unnötig war, das hast du mir schon mehrfach gezeigt. Das gestern. Ich hatte einen sehr schlimmen Rückfall. Ich dachte, ich hätte dir etwas Schreckliches angetan. Und das konnte ich nicht ertragen. Aber dich zu verlassen, war schlimmer als alles, was ich bisher getan habe. Ich werde das nie wieder tun. Das verspreche ich dir. Ich werde meine Probleme in den Griff bekommen und für dich da sein. Und für unser Kind. Langsam streckte er die Hände aus und als sie nicht zurückwich oder ihn wegstieß, und fasste er sanft ihre Hüften. Wir bekommen ein Kind, murmelte er, um es sich noch einmal klarzumachen. Das Glück durchströmte ihn, ruhig und gewiss. In Tonks Augen sah es ebenfalls, jetzt wo ihre Züge wieder weicher wurden und sich bei seinen letzten Worten sogar ein ganz kleines Lächeln auf ihren Lippen stahl. Du bist so ein Dummkopf, Remus Lupin, sagte sie, aber schwang nur noch ein Hauch von Schärfe in ihrer Stimme mit. Fast liebevoll klang es. Sowas darfst du nie wieder machen. Das ist weder mir noch unserem Kind gegenüber fair. Ich weiß, versicherte er ihr. Gut. Und nun brach sich das Lächeln endgültig Bahn. Sie strahlte vor Glück, als er sie fest an sich zog. Ihre Haare verloren den Rotstrich und färbten sich zu dem rosa, das er so liebte. So hätte es sein müssen, als sie ihm gestern verkündet hatte, dass sie sein Kind in sich trug. Von nun an würde er sich richtig verhalten, wie ein richtiger Vater. Insgeheim dankte Harry, dass er ihm den Kopf zurechtgerückt hatte. Ihr Abschied war alles andere als freundschaftlich gewesen, wenn man überhaupt von einem Abschied sprechen konnte, so wie er aus der Küche gestürmt war. Aber das Treffen hat ihn wieder klar sehen lassen und ihn wieder zur Besinnung gebracht. Er würde sich wieder mit Harry und Hermine vertragen, wenn die Zeit reif war. Doch nun würde er sich erstmal um seine eigene Familie kümmern.